Dann machen wir das hier noch hübsch. Dann haben wir, glaube ich, auch was geschafft. So, hier neben dem Eingang tun wir mal so, als wäre das gewollt. Zack. Da kommt eine halbe hin. So. Dann sieht das fast so aus. Ja. Als wäre es beabsichtigt. Hier noch was zu Ende. Oder wie? Fußfenster. So, ja. Kann man da noch eine Deko dran machen? Die Tür. Ja, natürlich, die Tür. Wo denn auch sonst? Da brauchen wir die Tür. Genau. Frosty the Snowman. Der muss auch mit dabei sein. Ja. Und der Schneemann. Ja, hat ein bisschen Graffiti gemacht. Nee, das sieht ein bisschen kacke aus, aber gut. Lassen wir es erstmal so. Die Bude ist hell genug beleuchtet. Hier wird aber noch ein bisschen Fackeln reinbauen, weil es dunkel wird. Weihnachtszeit ist zwar ein bisschen schwummrig schon. Ein bisschen schwummrig in Ordnung, aber ja. Wollen wir hier keine Monster haben. Ich meine, wir sind im Kreativmodus. So ist es nicht, aber lieber heller als dunkler. Jetzt viel zu dunkel. So. Eichenbrett sieht ja auch anders aus als in Minecraft Anno. Dann sieht das doch schon ganz anders aus. Jetzt zu hoch. Hier nicht runterfallen. Ja. Und da finden wir auch noch was für. Dekoration. Schilder. Kann man Schilderlabyrinth machen. Ja, warum nicht? Das hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Wenn die nicht genauso wenig umsetzbar ist. Ich glaube, nein. Und wir machen hier eine entspannte Chill-Area drauf. Irgendwas dann hinkriegen. Ja. Und dann passt das. So. Möbel gibt es nicht viel, das ist die einfache Minecraft-Version hier. Gibt es noch keine gepixelten oder ja, besonders hergestellten Möbel oder Sachen. Hier muss man mit dem auskommen, was man hat. Mit den Blöcken im Allgemeinen. So. Würde ich mal versuchen hier. Wieso nicht hier mal mit ein bisschen Birkenholz ein paar Liegen zu, ein paar Sitze zu erstellen. Es zumindest so aussehen zu lassen. Es wären da Liegen. Das könnte man sich da hinlegen. Versuch ist es zumindest wert.
Wie sieht das denn aus? Ach. So, das sieht ein bisschen blöd aus. Bügelbretter, Fichtenbretter vielleicht. Ja, schon viel eher. Nehmen wir Fichtenbretter und Fichtentreppen und Fichtenstufen. Ein bisschen Keks. Sandsteinstufen. Als Keks. Damit kann man eigentlich so einiges machen. Ja. So als Liege. Richtung Wald. Dann Richtung Dorf. Ja, mal Richtung Dorf. Nein, das wird nicht. Noch ein bisschen höher, so ein bisschen. Nein. Ist gut, da könnte man sich hinlegen, wo man liegen könnte. Das kann Steve, glaube ich, nicht. Mein Skin kann das auch nicht. Ja. Huha! Ein Blatt runtergefallen. Und kann man hier schön zu dritt liegen. Dann machen wir noch eine vierte hin. Für vier Leute. Für welche vier Leute wohl? Könnte man sich gemeinsam hinlegen. Kann der sich in dieser Version hinlegen? Also ich glaube, es gab eine Version, wo der liegen konnte. Ja, findet man noch raus, aber ja. Schön. Ich glaube, in dieser Version kann das nicht. Hier noch ein bisschen Pflänzchen hinpflanzen. Dann geht das hier mit ein bisschen Erde. Oder Blumentopf. Es gab doch hier irgendwo mal Blumentöpfe. Blumentopf, das sieht ja alles natürlich anders aus als in Arnor ist. Da muss man immer ein bisschen suchen. Zaubertränke und Zauberbücher. Trichter aus Wolfblock. War das nicht hier? Blumentopf. Beobachter. War das im Deko-Raum? Die Musik ist hier, die wird jetzt auf jeden Fall wieder richtig laut. Wieder. Ja, auf jeden. Blumentopf. Blumentopf. Kürbislaterne. Auf jeden Fall. In Schneemann. Willst du einen Schneemann bauen? Das kann man bestimmt auch mal versuchen mit der Kürbislaterne. Entsteht nicht ein Monster daraus, wenn man einen Schneemann macht. Oha, Schneegolem. Es wirft dann mit Schneebären. Oh. Ja, den wollen wir jetzt nicht unbedingt im Haus haben. Den bauen wir uns dann draußen. Den Schneegolem. Auch cool. Ja, gucken wir mal, was wir dann hier noch pflanzen. Muss ja nicht alles heute passieren. Ja. So. Willst du einen Schneegolem bauen? So, das mache ich mal hier direkt vom Hause. Zack. Und Schneegolem. Hi. Das ist unser Schneemann. Schneegolem. Da läuft er durch das ganze Dorf und macht Terror. Im Überlebensmodus würden wir jetzt von denen attackiert werden. Aber so sind wir safe. Werfen. Zack. Das hat den ein bisschen verletzt.
Er greift nicht an, er greift nicht zurück an. Ich habe noch ein paar Schneebälle. Ich brauche unendlich viele Schneebälle. Nice, Schneeballschlacht. Schneeballfight. In unser Haus gehen wir zurück. Die Eiche nochmal oben. Mal schauen. Die Aussicht genießen, den Sonnenuntergang. Hier bei den Liegen. Wie schön. Die Sonne. Die geht unter. Die Nacht beginnt. Was war denn das? Da ist doch was. Da ist was passiert. Da ist gerade was eingeschlagen. Oh Mann. Was ist da passiert? Oh. Der Schneegolem vom Fenster. Du hast mich erschreckt. Gucken wir mal, was da draußen in der Nacht passiert ist. Ganz vorsichtig. Da ist doch was eingeschlagen, da ist doch was explodiert, oder? Oh man. Was zum Geier ist hier los? Hier ist doch was passiert. Was zum... Ach du Schande. Ach du dickes Loch. Da ist doch was eingestürzt. Ach du Schande.